Herzliche Grüße hier aus Dresden, 1. Mai. Aber, was war heute wunderbar, in Hartmannsdorf. Hartmannsdorf, wo all die Treffen sagenhaft, die vielen Autos, die vielen Fahrzeuge und die vielen Zuschauer, und die da hingekommen sind. Also da muss ich wirklich sagen, der Wahlkreis, den ich habe, top. Die Leute top. Tradition. Man hat gesehen, mit was von Herzblut die dahinter stehen, die das machen, die für sich das entdeckt haben. Junge Leute, die mit Simson MZ zu tun haben. Nochmal, Gänsehaut-Feeling. Es war also wirklich fantastisch. Immer wieder gerne. Dann sind wir nach Chemnitz gefahren. Chemnitz am Infostand. Ganz wichtig. Chemnitz habe ich ja kommissarisch mit dem Thomas Dietz übernommen. Auch dort wunderbare Gespräche am Infostand geführt. Chemnitz ist eine super Proletarierstadt, die natürlich immer wieder das gleiche Arbeitsplätze ist. Das Erste und immer das Entscheidende. Ja, und jetzt sind wir in der Landeshauptstadt hier zur AfD-Veranstaltung zum 1. Mai, um den Max Krah zu unterstützen als Oberbürgermeister in der Wahl. Aber auch mal zu sagen, dass Dresden nie alles ist, sondern dass die Gewinne der AfD auf dem Land sind. Also meine lieben Freunde, ihr habt es gehört, Landratswahlen sind wie bei euch die Bürgermeisterwahlen. Das sind die Fundamente unserer Partei. Wenn wir die knacken, dann wird der nächste Ministerpräsident hier in Sachsen einer von uns, dann wird es Jörg Orban. Das ist das, was wir wollen. Heute sind wir hier und unterstützen den Maximilian Krah in eurer Bürgermeisterwahl. Aber wir fordern auch ein, dass ihr zu uns aufs Land kommt. Erst kommt das Land und dort zuletzt die Festung. Und die Festung ist Dresden. Und wir werden den Kretschmer ablösen. Das verspreche ich euch, alles dafür zu tun mit meinen Leuten. Ich habe gesagt, 10 Mandate haben wir als Direktmandate bekommen. Das ist ein deutliches Zeichen, dass wir auf dem Land stark sind. Die Burg wird zuletzt geholt, wenn wir den Regierungspräsidenten bzw. unseren Jörg Orban zum Ministerpräsidenten machen. Das ist faktisch das Fazit. Der 1. Mai war fantastisch und jetzt geht's in die Stadt. Jetzt werden wir noch ein bisschen Dresden-Feeling einatmen und dann Wahlkreis, Wahlkreis, Wahlkreiswoche. Das ist das Wichtigste. Ich bin für Sie da. Ich würde mich freuen, wenn Sie auf mich zukommen, genau wie Leute hier, die sich gerade bei mir gemeldet haben. Also, nehmt's auf. Ich bin für euch da und dafür sitze ich im Bundestag bzw. in der Kommunalpolitik. Herzliche Grüße, Glück auf. Wir sehen uns.